Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. Wir gehen jetzt in den Fassboden rein, sind gerade unter Wasser, deswegen auch mein hübsches Meerjungfrauenkostüm. Kleidchen. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Aha. Patina des Anstands. Wir sind schon anständig, ganz ehrlich. Hallo? Hallo? Begrüßt du mich oder wartest du nur? Ach, guck mal, da kann man auch hochgehen. Kann man nicht. Hallo? Die Dame? Nö, scheint mir wohl nicht Fische genug zu sein, nicht interessant genug. Da kann man auch nicht reingehen. Kann man da irgendwo reingehen? So, komm, machen wir kaputt. Ach, nicht so, schon wieder. Schade, den kann ich immer noch nicht kaputt machen. Ich habe es einmal schon neu geladen. Aber das gehört dann wohl so. Ach, guck an, eine Erinnerung. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Vulgäre Familienstreitereien. Mhm. Kann man nicht kaputt machen. Kann man nichts kaputt machen. Kann man nichts kaputt machen. Da ist ein Zahn da oben. Oh, Zähnchen. Ah, und hier auch. Guck an. Ach, oh, das ist immer eine total doofe Kameraperspektive, dann die da kommt. So. Ah, guck an. Voll ausgetrickst. Wahrscheinlich sollte das nicht so sein, aber doch gepasst. Ne, da kann ich nicht. Wasserhoftheater. Ja, super, aber wir gucken erst hier nochmal. Ah, Schweinchen. Oh, guck an. Geil. Brauchen wir da ganz viele. Aber ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht rausgefunden, wie ich erstens zu dem Zahn da hochkomme. Okay. Und zweitens, wie ich meinen Stab benutze. Ich habe schon mal in den Einstellungen geguckt, aber da ist nichts. Ich wäre dem eigentlich auch sehr verbunden, mir da mal Bescheid zu geben. Beziehungsweise das Spiel wäre ich sehr verbunden, mir Bescheid zu geben. Ging ja mit dem Schirm auch ganz gut, aber okay, vielleicht kommt es noch. Ist wieder so ein Schneckenhaus. Müssen wir wieder Rätsel lösen. Hoffentlich stelle ich mich diesmal besser an. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine Zeit! Kannst du die gesamte Zeit überstehen? Ja, ich denke. I think so. Ich glaube, das ist einfach im Kreis. Und schnellst halt alle ab, die mir in den Weg kommen.
So, was denn für eine Zeit eigentlich? Wie lange? Da kommen ja immer mehr. Immer mehr. Komm, ich mache euch alle nieder. Immer wieder. Oh. Zwei Seiten werde ich angegriffen. Unverschämt. Erfolg! Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Nein! Ich möchte nicht den Zug verpassen! Male die Rose rot an. Okay, 254. Ich denke, da kommen noch zwei. Ich hoffe, ich habe keins übersehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, oder? Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt zu dem Zahn hoch? Ich weiß nicht, ob ich da so weit hochspringen kann, oder? Doch, natürlich. Oh, da sind ja noch welche. Da muss ich hier hoch. Oh nein! Die Zähne müssen mit. Die Zähne müssen mit. Wir müssen von da oben runterhüpfen. Obala? Obala, obala, obala? Obala, obala? Okay, diesmal war der eine Heini nicht da. Ja, ich habe es einfach übersehen. Ich habe es mal wieder übersehen. Voll easy. Wasserhoftheater. Nein, jetzt habe ich den einen nicht bekommen. Nein! So ein Klump. Schidikowski. Ach. Nein, nein. Na gut, ich glaube, einen kann man noch. Was bist denn du? Treibender Verfall. Ja, dann. Oh. Ha, du bist ja einer. Oh, volles Baby. Okay, weiter geht's. Treibender Verfall, jetzt schweben die Viecher auch noch. Ist ja unverschämt, unerhört. So. Oh nein! Nein, und ich sterbe. Na gut. Nochmal. Ach komm! Das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt nicht mehr normal.
Alter! Warum schwebst du denn nicht? Warum lüftest du denn nicht dein Röckchen, meine Liebe? So, jetzt aber. Gut. So. Wo ist denn der jetzt runtergefallen? Da ist noch mal einer. Hoi. Und hier auch, guck an. Aber es bringt ja eigentlich nichts, sie kaputt zu machen, gell? Kann ja nichts einsammeln. Oh. Ach Gott. So ein Klump. Den jetzt dann treffen, das wird jetzt auch eine Herausforderung. Geschafft. Geschafft, geschafft. Na, oh, jetzt habe ich natürlich voll verdödelt. So. Nu. Und jetzt? Oh! Hä, wo muss ich denn dann da hin? Das war, ach, guck an. Ich sollte vielleicht auch mal in jede Ecke gucken. Oh, schnell. Ja. Werden die auch schneller? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, die bleiben immer so hakelig. So, wunderbar. Dann hätten wir das auch. C. Irgendwas C. Wasserhoftheater. Dahinter müssen wir. Wir haben ja schon eine Eintrittskarte. Wir gehen jetzt aber erstmal zu den anderen Szenen und sammeln die ein. Mhm. Ja. Klein. Und wieder so eine blöde Truhe. Ich möchte die kaputt machen. Wir gehen hier lang. Das ist bestimmt auch wieder irgendwie so eine Schweinchennase, die wir abpfeffern können. Also schaut, da ist er doch. Ne? Okay, das heißt, wir werden sonst da gar nicht hin. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. I. Fischschuppen. Aber meint ihr jetzt eigentlich meine Haut von der Alice?
muss ich sagen, dafür ist sie ja wunderschön wieder geworden. Aber ich bin ja auch ein besonderes Mädchen. Girls, girls, girls. Oh, nein. Girls, girls, girls. Uhu. Und da ist wieder so ein komischer. Warum? Ich hab dich doch. Ich möchte nur wissen, warum ich dich nicht kaputt machen kann. Du alter Sack. Sorry. Guck an. Na? Wo kommst du? Werf dein Zeug. Tu es, tu es. Schaffler. Haha, danke. Das ist ja cool. Das ist ja doof, der checkt das voll ab mit denen. Ah, guck an. Meine Pfeffermühle hat ihm den Gar ausgemacht. Ich glaub's ja nicht. Eigentlich so easy, oder? So easy. Und doch habe ich's nicht kapiert. So, Kaninchen. Du kommst wieder zum Einsatz. Okay. Leider ist mir jetzt was entschwunden, dadurch, dass ich einmal daneben gezielt habe. Ob ich vorhin ist heute, gell? Das zweite jetzt auch. Aber gut. Was soll's? Jetzt habe ich schon gedacht, der Boden glitzert voll gülden. Aber das sind die Schrauben. Totentanz. Da haben wir eine Eintrittskarte. Da gehen wir jetzt natürlich rein. Beziehungsweise das machen wir ins Wasserhoftheater. Gehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.